Und jetzt können wir das natürlich auch verändern hier. Wunderbar. So, dann schauen wir beim nächsten Mal, dass wir das über den Report irgendwie aushalten können. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Und was wir gestern getan haben, wir haben diese schnieke Box erzeugt. Die wollen wir jetzt wieder weiter bearbeiten. Und ich möchte euch weitere Befehle dadurch lernen und mal zeigen, was noch so möglich ist. Als erstes den Befehl Group. Main Shape, also die Hauptgruppe. Die Hauptform und Group End geklickt. Wenn wir jetzt starten, dann passiert wieder nichts. Sieht man? Okay. Warum? Wir haben jetzt eine Gruppe erzeugt, die heißt Main Shape und es wird entweder eine Box oder eine Sphere. Damit die auch geplaced wird, müssen wir noch Group Place machen und dann noch Main Shape hinzuschreiben. Was ist denn jetzt wieder? Ja, mit der Gruppierung können wir nämlich Sachen machen. Wir könnten jetzt zum Beispiel, wir machen es so, wir machen die If-Klausel, machen wir die If-Klausel weg? Nee. Wir machen noch eine zweite Gruppe. Group, machen wir mal Cutter. Group End und jetzt schreiben wir hier rein Box Ref X machen wir geht halt durch 2 Ref Y geht halt durch 3 Ref Z plus 0,8 machen wir das so Group Place Cutter. Was jetzt passiert. Wunderbar, haben wir das so ein Ding. Aber Group Div. Schauen wir hier hin. Gruppe 1, Gruppe 2. Wir machen das so. Klammer und eine Komma. Okay. Klammern wir aus, machen wir einen Kommentar draus, dass das gar nicht geschieht. Und jetzt schauen wir mal hin, was wir jetzt gezeigt haben. Wir haben jetzt eine Gruppe platziert mit einer Differenz. Wir haben die Main Shape und den Cutter genommen und haben den Cutter bei der Main Shape ausgeschnitten. Und durch die verschiedenen Gruppen kann man sozusagen jetzt verschiedene Bauteile erzeugen und diese dann dem Objekt hinzufügen oder ausschneiden und so weiter und so fort. Und das geht alles mit der Group. Zum Beispiel Group Place, man kann Sweep, das weiß ich gar nicht, was das ist, Isaac. Gut, ich kenne nicht alle Befehle, das sind zu viele. Genau, aber wir können auch was löschen und so weiter. Also, aber das ist ein super Befehl, um etwas auszuschneiden. Und wir haben jetzt hier noch die Typen, was wir benutzen können. Punkt einmal, Deckung, bla bla, Bleacher, Fenster, bla bla bla, Tür, Bindestütze, bla bla bla, Fundament oder eben ein Objekt. Ja, wir lassen es mal bei Objekt. Und so schaut das Ganze dann aus. Jetzt haben wir eine Gruppierung und schneiden da was raus. Und das können wir auch mehrmals machen. Also wir könnten auch den Cutter erstmal verschieben und so weiter und so fort. Also wir können hier, wir wollen jetzt den Cutter vielleicht nicht an der Stelle haben, sondern wir wollen den ein bisschen nach rechts verschieben. Das geht mit Trans. Wir haben hier die Funktion Trans 2, ist für 2D. Also hier nicht zu gebrauchen, weil wir ein 3D-Skript sind. Wir können die X, Y oder Z Koordinate schieben oder alle drei. Das ist sozusagen der Trans X, Y und Z. Machen wir mal nur in X-Achse, dann nehmen wir das und dann müssen wir einfach die Verschiebewert in der X-Achse definieren. Ja, ich mache jetzt einfach mal Rev X geht halt durch 5 plus Rev Z halbe. So, wo landen wir jetzt?
Da hinten. Ist das lustig. Okay. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwas größer machen, sieht man, wie dieser Schlitz erstellt wird. Wird der auch. Lustig. Finden cool. Genau. In dem Grundriss sieht das Ganze so aus. Also, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben den Befehl Group gelernt. Wir haben Trans gelernt. Jetzt gibt es noch einen Befehl, der heißt Rot. Rot heißt rotieren. Und den gibt es in 2D, X, Y, Z-Achse und wieder in X, Y und Z und dann mit einem Alpha. Sieht man hier. Boah. Gut, meistens braucht man nur in eine Richtung. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, wir brauchen Rotierung in Y. Wenn wir das Ganze so anschauen. Und jetzt die Degrees. Machen wir mal 45 Grad und schauen uns das Ganze wieder an. Wow. Dann schauen wir mal Rot Z lieber. Ich wollte es gar nicht so. Ja, so wollte ich es haben. Und jetzt sehen wir, haben wir durch die Rotierung sowas Tolles gemacht. Was können wir noch hinzufügen für Befehle? Ja. Group, please. Ja, wir bräuchten mal einen neuen Parameter, den wir vielleicht im Dialogskript eingeben. Ja, machen wir. Ach, wir können noch eine Color machen. Eine Farbe. Also, jetzt machen wir eine Farbe. Ja, Farbe, Gruppe, Benutzer definiert. Wenn wir jetzt in den Dialogscript gehen, dann können wir hier eine Farbe auswählen. Automatisch, ohne dass wir da groß rumspielen müssen. Machen wir die 6 anwenden, okay. Deswegen wird das Bauteil noch lang nicht die rote Farbe annehmen. Das müssen wir erst jetzt dem Bauteil sagen. Das machen wir in dem, was wir davor sagen. Color. Oh, na. Gesundheit. So, Color, und jetzt nehmen Farbe. Und jetzt haben wir auf einmal Weiß. Warum? Was ist passiert? Die Farbe hat es nicht gespeichert hier. Oh, das, aber. Moment mal, wir konnten noch die Farbe auswählen. Also nochmal Farbe, 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 Benutzer definiert, okay. Jetzt nochmal, Benutzer definiert. Hä, wir haben zweimal die Farbe jetzt. Jetzt kämen wir gar nicht mehr aus. Moment mal, was haben wir denn hier gemacht? Ach, das eine haben wir unter Parameter 1. Das ist natürlich schlecht. Da haben wir den Namen nicht. Ach, habe ich nicht gemerkt. Aber sowas passiert natürlich ständig. Sowas kann immer mal passieren. Jetzt machen wir Farbe Rot bitte anwenden. Okay. Cool. Und das kann man noch für mehr Sachen machen. Zum Beispiel Stroke oder so. Stroke. Gruppierung Benutzer definiert. Und das nächste Mal, wenn wir wieder hier, das kann man was. Das nächste Mal, wenn wir hier was machen, dann zeige ich euch, wie man das in einem Report aussenden kann. Ach, ich bin so doof. Stroke heißt natürlich. Ja, ist auch gut. Okay. Ja, da haben wir ein bisschen was verwechselt. Stift und St na, wie wir Strich. Stift und Strich. Strich müsste es heißen. Entschuldigung. Löschen wir den Befehl? Strich. Jetzt. Strich. Strich. Stroke. Naja. Kann aber passieren, oder? Das andere heißt natürlich Pen. Strich. Und jetzt können wir das natürlich auch
verändern her. Wunderbar. So, dann schauen wir beim nächsten Mal, dass wir das über den Report irgendwie aushalten können. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.